Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren gemütlichen Folge Planet Crafter. Ach schön, Mittwoch, Wochenteilung, yeah. So, wir haben, also ich habe das Gefühl, wir bekommen heute den Pulsarquarz. Ja, hoffe ich halt. Na, schauen wir mal. So, wir sind auf 170 GTI. Wir haben hier bei 175 bekommen wir. So, als erstes möchte ich mit euch gerne in den Wasserfall, also nicht in den Wasserfall, aber ins Biom des Wasserfalls. Denn wir haben das hier einzupflanzen. So, wo werden wir das pflanzen? Ja, möglichst weit hinten. So, da hinten am Horizont will ich das machen. Am Horizont. Und dann so vorziehen. So, als erstes, wir steuern mal dieses Ding da an. So. Ja, wir waren noch immer nicht im Krater drinnen. Aber das werden wir natürlich noch machen. Natürlich. So. Super, genau. Und dann würde ich sagen, von hier beginnend, mal da nach hinten. So, der erste. Bam. Der zweite. Bam. Der dritte. So, dann in die Richtung. Und hier einer noch, oder? Da passt super einer noch her. So, weil wir gerade da sind, schauen wir mal daher. Oh, ist das schön. Da oben, das ist ja dieses Wildbewachsene. Oh, da müssen wir auch mal noch rumfliegen. Schön. Schön. So, zurück. Wir haben wenig Essen, Trinken dabei. Ah, schon schön. Auch da durch das Tor. Oh. Bevor wir dort durch das Tor. Das ist halt auch cool. So. Ist schon schön. So richtig fein. Sehr cool. So, wir müssen zurück. Es hilft nichts. Der Krater ist da. Aber wir müssen zurück. Essen, Trinken. Krater müssen wir machen. Auf jeden Fall. Da haben wir ja hier an der Seite den Bunker. Und im Wasser drinnen sitzt auch noch ein kleiner Bunker. Ja. Das müssen wir alles noch machen. Moment. Da haben wir einen großen Felsen. Ich da eher so vorbei. Also halt die Frage, fliegen wir da durch? Nö, oder? Nein. Mal gerade überlegt, ob wir da die Höhle durchnehmen. Zumindest mal beim Obsidian.
strahlen aber auch wirklich schön, diese Obsidian-Dinger. So, trinken können wir ja. Essen ist halt eher das Problem. So, Obsidian super. Brauchen wir aber im Moment eher weniger. So, die Frage, nehmen wir ein bisschen Ösmium mit? Vielleicht, vielleicht. Ah, einfach nur hier. Dann schauen wir, was wir da drin noch haben. Da ist eh nichts mehr drin. Okay. Es war schon schön. Dort könnten wir ruhig nochmal hingehen. Ja, aber mit neuen Baumpflanzern. Ja, natürlich. So. So. Ja, und wir müssen dann später, wenn wir Pulsarquarze machen können, natürlich auch noch mehr Extrakteure überall aufstellen, damit wir schneller und besser zu Ressourcen kommen. Ja. So, jetzt haben wir mal einige Baumpflanzer aufgestellt. Oh, sieht cool aus hier. Einige Baumpflanzer aufgestellt. Ah, und wir haben echt viel Zeug mitgenommen. Gut, das können wir verwursten. Schnabulieren. So. Nehmen wir hierher. Leiterplatten. Habe ich hier Düsen? Ja. Weiß ich gar nicht. Wir probieren mal. Ich lege mal hier diese Trophy-Sachen ab. Sache ab. Jawohl. Ah, schön. Sehr cool. Nö, Dünger. Jawohl. So, dann haben wir Blumen. So, Blumen. Und... Da wäre ja auch noch Dünger. Dünger und Bakterien. Ja, die holen wir uns später. So. Bakterien. Yeah. Mutagen. Yeah. Apropos Mutagen. Bakterien haben wir keine. Aufgrund von... So, Moment, das müssen wir doch einpacken. So. Aufgrund von... Alge? Wasser. Pulsarquarz. Yeah. So, aber zuerst räumen wir das Zeug trotzdem weg. So, nur kurz nachsehen. Okay, wir haben wenig Wasser, daran liegt's. Dünger, Dünger, Dünger. Eigentlich ist der drüben, beziehungsweise unten. Nö. Eisen und Alu. Können wir gleich reintun eigentlich. Also da sind es. Und Alu. Da haben wir Scharwefel irgendwo hier. So, na dann rüber mit uns. Ösmium, ein bisschen Ösmium. Dann haben wir Zeolit. Ist das. Oh, da haben wir noch Zeolitplatz. Ja, sehr gut. So, Iridium. Dann haben wir Superbommel. Und wir haben normalen Dünger. Und dann werden wir schnell was essen. Dünger. Yeah. So, auf zum Essen. Sehr gut. So, die Pilze würde ich verzehren. Da ernten wir auch noch. Und dann kümmern wir uns mal endlich um die Pulsarquarze. Nein. Damit unser Energieproblem gelöst ist. Super. So, wir haben Bohnen. Wir haben Pilz. Wir haben Kürbis. Und wir haben Aubergine. So. Auf geht's zum Pulsarquarz. Wenn wir Pulsarquarz machen, dann brauchen wir, da brauchen wir auch Methan. Das heißt, ui, okay, haben wir Methan in Ray Serve? Na, hier nicht, aber
Wie viel Methan haben wir in Reserve? Na, doch einiges. Machen wir mal 10. So. Wobei ist das viel zu viel. Methan. Das gehen wir auch da rein. Wenn wir hier eine Kiste machen. Das machen wir. So, wir brauchen Bommel. Wir nehmen mal alle. Wir brauchen eine Superlegierung, eine Leitplatte. Dann brauchen wir einen Autobauer. Ösmium, Ösmium. Ösmium, Ösmium. Und eine Superstange, war das? Ja. Superstange. So. Genau. So, dann machen wir hier einen Autobauer. So, du möchtest bitte herstellen das hier und bietest an das hier. Super. So, dann machen wir hier eine Kiste. Jawohl. Ja, und in diese Kiste, wir stellen wir da in die Ecke, in diese Kiste. Genau so. Da machen wir Methan. Methan. Ja. Denke ja. Hier machen wir mal Nachfrage nach Methan. Bam. Bam. So, wir gehen da mal runter. Die zwei Bommel behalten wir. Wie schaut's aus mit Energie? Ja, 900, super. Das heißt, eigentlich könnte man, da kriegen wir irgendwann bessere. Ich weiß es, du weißt es, wir wissen es. So. So, wir könnten noch einen zweiten Autobauer für Pulsarquarz aufstellen. Ich will es aber vorerst mal bei einem belassen. So, Stickstoff packe ich da auch dazu. So, rauf. Methan packe ich da rein. Super. Genau. Nachfrage 0. Das ist okay. Wasser ist niedrig. Okay, schnell raus. Ja, aber wohl. Super. Super, endlich können wir Pulsarquarze machen. Das ist auch sehr, sehr fein. So, da haben wir noch nichts drin, genau. Der ist noch nicht festgelegt. Super. So, Schmetterling und Schmetterling. So, dann würde ich sagen, nö, nicht Biene, sondern wir haben was Gemeines, aber nur zwei. Wir nehmen zweimal Dünger. Und zweimal, ist das mit Bakterien? Wir werden es gleich sehen. Ich glaube eher mutagen. Aber schauen wir mal. Genau, mutagen. So. Jawohl. So. Dann haben wir den. Wunderbar. Genau. Wird irgendein Schmetterling. So, sehr gut. Da hätten wir noch zwei Bommel in Reserve. Ja, das ist toll. Wobei, ich würde die gerne behalten noch. So, Leiterplatten. Wir brauchen. Ja, als erstes brauchen wir mehr Energie, glaube ich. Haben wir noch keinen produziert? Das ist halt so. So. Was? Ich
bin immer ganz nervös, wenn da irgendwie... So. Oh, oh. So, wir nehmen die 5 raus. Und mach mal hier... Moment, wir schauen. Wegen Energie. Wir haben jetzt 3000, sagen wir mal, gerundet. Okay, 2900. So, ab zum Wasserfall. Da machen wir jetzt einen neuen Fusionsgenerator in die Ecke. 2900 haben wir. Und jetzt schauen wir mal, wie viel wir mit dem neuen Fusionsgenerator zusammenbringen. So, to the base, to the base. So, 2900. Und jetzt 5000. Super. So, dann würde ich dran gehen, ein bisschen mehr von denen bauen. Hier brauchen wir jetzt aktuell im Moment die Superbommel nicht. Ich lege auch die Leiterplatten weg. So, dafür brauchen wir das hier. Dreimal Titan. Ja. Super. Dann brauchen wir... Ösmium-Stäbchen. Ich hoffe, wir haben... Jawohl. Super. Dann brauchen wir Superstäbchen. Von denen haben wir auch ein paar. Jawohl. Und Iridium. Oh, da haben wir nur 4. Okay. Macht nichts. So. Wir holen uns hier noch kurz Essen. Und dann schwuppdiwupp rüber. Ja, dann würde mich interessieren. Das ist Osmium, oder? Also ich glaube an Osmium. Da haben wir ja. So, na dann. Da machen wir uns noch schnell ein Iridium. Na, wobei. So, einen Extrakteur setzen wir zum Zeolit. Einen zum Osmium. So. Jawohl. Wunderbar. So, Zeolit, du machst mit. Angebot. Zeolit ist ein Hit. So, wenn wir gerade da sind, süffeln wir mal aus dem Froschteich. Gemein, gemein. Die lassen wir vorerst mal liegen. Später brauchen wir sowieso ganz viel mehr Larven für die Projekte, die wir noch gemeinsam hier vorhaben. So, dann haben wir hier einen, weiteren für Ösmigen. Ja. Yeah. Und Angebot Ösmium. Super. Schwefel stehen 2, da würde ich aber auch gerne noch einen dritten dazustellen. Sorry. Einfach weil wir viel Schwefel brauchen. So. Kriegen wir den da noch in eine Reihe? Das wäre mir echt ein. Ein Bedürfnis, leider. Okay, auf der anderen Seite. Nö. Nö. Ach, wie schade. Ja, jetzt war gerade. Okay, das ist nicht ganz seltsam. Da zeigt er an, dass das nicht geht. Wie dem auch sei. Es passt, wir haben alle 3 dabei. Alle 3 dabei. So.
Jetzt runter mit uns. Jetzt brauchen wir noch einen mehr beim Iridium. Iridium. So. Dann nehmen wir den noch dazu und den noch dazu. Jetzt schauen wir, ob wir ein Stäbchen bekommen. Oh, einer fehlt noch. So, einen dazusetzen. Ja, aber in die Richtung. Super. Da kommt raus Iridium. Und Angebot. Iridium. Yeah. So, jetzt haben wir ein Stäbchen noch. Wunderbar. Ups. So, jetzt können wir noch einen bauen. Oh, das machen wir mal. Sehr cool. Ja, wenn es einfach so rumliegt, das machen wir. So. Scharwefel. Bam. So, und das eine Ösmium. Kommt daher. Yeah. So, dann haben wir genug für einen weiteren. Wir haben auf der anderen Seite Uran. Da würde ich gerne noch einen hinsetzen. Oder zwei. Ich glaube aber, da sitzen drei. Kriegen wir noch einen hin? Stäbchen. Iridium. Schauen wir mal. Dann brauchen wir ein Superstäbchen. Das letzte und noch drei Titan. 1, 2, 3. Ah, das Iridium. Das Iridium. Okay, wir gehen mal ernten. Sofern wir hier ernten können, können wir nicht. Gut. Müssen wir das hier essen. Okay, da bräuchten wir Iridium. Gut. Ah, cool. Sehr schön. Ja, ich tendiere auch dazu, dass wir das jetzt bald dann einmal nächste Folge, übernächste Folge nach oben verlegen. Unsere Bioproduktion hier. Und auch die DNA. Die lasse ich hier stehen, einfach wegen Deko. Aber da habe ich auch was anderes vor mit euch gemeinsam. So. Nein, das gehört ja in den oberen Stock. So, da haben wir hier Aubergine. Dann haben wir Kürbis. Und hier haben wir Pilz. Ja. Wie viel Stoff ist da eigentlich drin? Ja, super. Bringen wir das mal in eine der Raketen. Einfach so, wie es geht. Das machen wir. So. Das nächste Kaufprojekt, das wir haben, hätte ich gerne mit. So, mit dem Thema Drohnen 2. Oh, das ist Drohne 2. Oh, 12.000? Ja, da können wir noch lang basteln. Aber das macht nichts. Also, das nächste, dazwischen werden wir noch andere Sachen kaufen. Aber das hätte ich schon gern. Das hätte ich schon gern. So, Iridium, die zwei nehmen wir dazu. Vielleicht kriegen wir ein Stäbchen hin. Oh, da fehlt ein Stäbchen. Ein einziges Stäbchen. Och, wie schade. Moment, sind Pulsarquerze fertig? Vielleicht. Oh, alle. So, ich pack die mal da rein. Yeah. Das ist auch cool. So, Nachfrage Pulsarquerze. Yeah. Ja, weil wir die bisher nicht einstellen konnten, weil wir sie bisher nicht produzieren konnten. So, Iridium. Will er nicht. Gut, dann Superlegierung und eine Leiterplatte. Yeah. Da hätte ich gerne. Nö, ein Kasten. Ach so. Okay. Dann müssen wir das vorsetzen. So. Düsen. Leiterplatten. Haben wir das so gemacht? Jawohl. So. Leiterplatten. Nachfrage. Düsen.
Jetzt könnte man oben eigentlich noch einen Autobauer wegen Düsen machen. Ösmium und Super... Ja, wir haben kein Superstäbchen mehr. Okay, dann machen wir das nicht. Leiterplatten werden ja drüben produziert. Hier und oben. Nö, hier und unten. So, und da haben wir Angebot Leiterplatten. Yeah. Sehr gut. Ein Iridium, komm. Oh, ein Iridium. Okay, wir füllen den Stoff noch in die Rakete und dann ein Iridium. So, und gleich starten. So, wir holen uns das eine Iridium aus der Höhle. Und dann setzen wir zwei... Jetzt müssten wir wissen, wie viele wir bei Uran haben. Haben wir dort drei Extraktoren oder zwei? Wenn wir drei dort haben, dann passt's. Dann würde ich jetzt vorerst keinen weiteren dazusetzen. Aber an sich endlich Pulsarquarz. So, Iridium. 3, 3, ja, ja, alles gut, alles da. So, dann auf zum Uran und dann schauen wir mal. Steht die Drohne da? Nö, die fliegt. So. Das Biolabor will ich auch gerne mal versetzen. Das ist entweder am Dach oder irgendwie dran. So. Ja, die Zweierdrohnen wären wichtig, aber wahrscheinlich, da fliegt die Drohne. Da fliegt sie. Aber wahrscheinlich, wenn wir die erste erreichen können, wenn wir das Portal, das Stargate, nein, das heißt ja anders. Oh, na das Ding. Das Portal, der Teleporter, wenn wir den haben. Und die Schiffe besuchen können. Weil da gibt es schon viel, viel, viel Geld. Ja, wir haben drei. Ja, das lassen wir aber mit den dreien hier. Ja, die können wir max... Ach, warum nehme ich die mit? Warum, weil es geht. So. Oh, wie schön. Da könnte man gleich Normalressourcen auch mitnehmen. Super. So, dann kommen wir jetzt zu dem Thema mit den wilden Extraktoren, also den Normalextraktoren, nicht wild. Ja. Und die stellen wir da ins Alu-Gebiet. Das heißt Eisen, Titan, Silizium und so weiter. Und die kommen da rein. So, da suchen wir uns eine schöne große freie Fläche. Hier wäre schön. Sagen hier zum Beispiel. Oder wir stellen die einfach da vorne hin, aber weiß ich nicht, ob mir das gefällt. So. So, wenn wir das drehen. So zum Beispiel. Und einen anderen. So zum Beispiel. Dann ist das schon schön. Dann haben wir da auch, ja, selten nehme ich mit, sowas. Ja, muss eine Brutstätte von Seltenen sein, ungewöhnlich, äußerst ungewöhnlich. So, dann haben wir die, will ich nicht mehr. Dann machen wir mal den. Ah, das müssen wir auch ändern. So, wir haben hier... Wir haben Eisen. Ja? Dann machen wir Angebot. Eisen. Wir haben hier Kobalt. Angebot. Kobalt.
So, und da hätte ich gerne überall eben für jede Ressource einen hingestellt. Ja, für Silizium zum Beispiel zwei. Da brauchen wir einfach mehr für Silizium. So, passt so. So, Uran, Uran. Hip, hip, hurra. So, schön sortieren. Dann haben wir Magnesium. Wir haben ein bisschen Silizium. So, Kobalt. Dann haben wir Alu. Das Titan. Und dann haben wir Eisen. Yeah. So, Iridium haben wir noch immer kein Stäbchen, aber soll nichts Schlimmeres passieren. So, Mutagen 1-2. Dünger 1-2. Wieder reinpacken, hier mit ihm und das da. Bam. Jawohl. Und hier mit ihm und das da. Yeah. So, die Larve, die mit dem Kopf von die. Super, werden langsam auch mehr. Und von den Gemeinen haben fast den Kasten voll. Sehr gut. Das ist gut, das ist toll. So, Düsen. Da packen wir die Düsen rein. Da haben wir ja. Da haben wir ja. So, Eisen. Bam. Und Düsen. Yeah. Was ich echt gerne würde. Ich nehme das mal raus. Ich würde gerne einen Titan noch einbauen. Superstäbchen und Ösmium. Superstäbchen und Ösmium. Damit ich es nicht vergesse. Ein Ösmiumstäbchen. Na da, schau an. Okay. Ja, aber dann können wir das Titan noch zurücklassen. Ich würde nämlich gerne einen für Titan, einen Extraktor aufbauen. So. Wir bräuchten Ösme. Oh, das ging aber schnell. Machen wir gleich nochmal. Oh, die ist schön. Die ist aber schön. Oh, die haben wir auch noch nicht gehabt. So, Mutagen zweimal. Dünger zweimal. Und Larve. Zweimal so. Da haben wir den mit Mutagen. Hier. Und hier auch gleich. Den. Wunderbar. Wunderbar. So. Warum auch immer ich die Stäbchen jetzt mit habe. Keiner weiß es. So, einen Titanextraktor hätte ich nämlich wirklich gerne heute noch aufgestellt. Das ist nicht viel. Das geht. Ah ja. 144, wunderbar. Einfach so nebenbei. Ist ja nicht schlecht. So, hier mal süffeln. Ich freue mich so, dass wir Pulsarquarz haben. So, räumen wir das mal weg. Zuerst die Schmetterlinge. Yeah. So. Haben wir da Iridium liegen? Wunderbar, ein Iridium-Stäbchen. Bam. So, Iridium kommt, nein, das lassen wir bei uns. Ein Superstäbchen kommt weg. Osmium bräuchten wir ein Stäbchen. Aber ich will jetzt nicht extra Osmium holen. Nö, das will ich wirklich nicht. So. Was ich aber schauen wollte, wann es losgeht mit den Gasextraktoren 2. So, oder ob wir die da überhaupt nicht hier auf der, nö, auf der kriegen wir es gar nicht. Wann haben wir ein Portal? Oh, aber das ist 150, es geht so schnell. So, Gastextraktor 2, wunderbar bei 15,48 und hier haben wir, ach, 15,5, okay, dann sind wir da gleich soweit, super. So, wir brauchen Ösmium. Stäbchen. Für einen Titangenerator. Könnte man in die Ösmiumhöhle fliegen? Und ich glaube, das werden wir auch tun. Das ist super. So, wir haben hier Aubergine, Kürbis, Pilz und Bohne. Wunderbar. So.
So. Osmium. Ist halt so eine Frage, weil ein Osmium-Stäbchen wäre toll. Ach komm, lass uns in die Höhle fliegen. Das machen wir noch. Wir haben ja noch genug Zeit. Oder? Nö, wir sind am Ende der Folge. Ist das schade. So, wow. Okay. Lass uns mal das Osmium da lassen. So, das hier. Und das Iridium lasse ich da. Wow. So, dafür nehme ich Super Lag. Und wir gehen noch einmal rüber. Wasserfall. So. Und da bauen wir gleich... Oh, schade. Schade. Meine Lieben, das war's aber für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge morgen 11:15 Uhr. Bis dann. Tschüss.